Kinder zu begeistern für das Langlaufen und den Spaß an der Bewegung im Schnee. Darum geht es bei den Talenttagen des Deutschen Skiverbandes. Wie hier in Grafenau im Bayerischen Wald lädt der örtliche Langlaufverein die Grundschulen in der Umgebung ein, beim Talenttag mitzumachen. Nachdem jedes Kind die passende Ausrüstung bekommen hat, geht's los. Es gibt viel zu entdecken und auszuprobieren, denn der DSV baut eigens für diesen Tag einen großen Spaß- und Erlebnisparcours auf, die sogenannte Skitty World Nordic. Und auch wenn es mal nicht sofort klappt. Das macht nichts. Skitty ist ja da und hilft bei den ersten Schritten. Mittendrin im Getümmel ein echter Langlaufstar zum Anfassen. Andy Katz, der erfolgreiche Weltcup-Athlet, ist hier in Grafenau vorbeigekommen, um die Kinder zu motivieren, mit dem Langlaufen anzufangen. Je früher, desto besser. Ja, ich habe natürlich auch als kleines Kind schon angefangen gehabt. Die Freunde, Spätzeln waren alle auch im Verein gewesen und da wollte ich natürlich auch dabei sein. Habe dann mit 6 Jahren schon angefangen gehabt und ja, war einfach eine tolle Zeit gewesen als Kind mit den Freunden gemeinsam Sport zu machen und bin da eigentlich relativ früh dem Skiverein beigetreten. Das ist das große Ziel bei dieser Aktion. Macht dem Kind das Langlaufen beim Talenttag Spaß, kann es ohne Probleme dem örtlichen Verein beitreten und, wer weiß, vielleicht mal so erfolgreich werden wie Andy Katz. Damit wollen wir eigentlich ein bisschen den Nachwuchs fördern. Wir unterstützen engagierte Vereine, engagierte Landesskiverbände und wir hoffen, dass diese Veranstaltung so ein bisschen einen Signalcharakter hat, dass eben auch Vereine oder eben auch Landesskiverbände uns ansprechen, diese Veranstaltung zu sich in die Region zu holen. Und wir wollen weiterhin Wintersport, wir wollen die Kinder bewegen und dafür ist diese Veranstaltung eigentlich gedacht. Nach einem schönen Tag im Schnee und ausgestattet mit Urkunde und Preis stehen die Chancen gar nicht schlecht, dass das ein oder andere Kind dem Langlauf treu bleibt. Das wäre der verdiente Lohn für die Arbeit der Menschen vom DSV, den Landesskiverbänden, den Vereinen und der vielen freiwilligen Helfer.